Ja, Freunde, willkommen zurück bei Medochemie. Hier ist Vic für euch am Mikrofon und ich habe zwei besondere Gäste vor mir sitzen in digitaler Form. Ihr dürft euch gerne einmal vorstellen, weil mich kennen sie hier schon. Jo, ich bin der Adrian, wir sind Crowbird. Ich singe in der Band. Und ich bin der Lukas, ich spiele den Bass und genau. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund. Ja, voll. Den Regen hoffentlich ansatzweise gut überstanden in Deutschland. Das sah heftig aus. Ich hoffe, es geht euch gut. Sehr schön. Ihr habt es wahrscheinlich schon rausgehört. Ich habe wieder Österreicher hier. Seltsamerweise habe ich mehr Österreicher zu Gast als Deutsche. Aber es freut mich, dass auch dort irgendwo mein Kanal irgendwo ankommt. Ja, du hast es gerade schon gesagt, Adrian. Die Band heißt Crowbird mit Betonung auch auf Words. Das könnt ihr später nochmal erläutern. Ich möchte euch einmal erklären, wie die Musik... Okay. Ich möchte einmal kurz erläutern, wie die Musik auf mich wirkt. Also ich habe es mir reingezogen, eure EP, die jetzt demnächst bald erscheinen wird. Wann, wo, wieso, das werdet ihr auch nochmal gleich erwähnen, hoffe ich. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass es eine sehr brachiale Art und plötzlich wird die unterbrochen und es folgen sehr schöne klangvolle Melodien, Harmonien und plötzlich wird es wieder brachial und während ich so diese schönen Melodien höre, kommt plötzlich ein Takt, der wirklich anders ist und mich aus dieser Wohlfühlzone rausreißt und dann kommt deine Stimme, Adrian, die powert einfach nur so die Wörter aus sich heraus, wie ihr auch gesagt habt schon vorweg. Ihr habt darauf geachtet, dass die Wörter sehr laut und deutlich sind. Es ist wirklich gut und klar zu verstehen. Man muss allerdings sagen, man merkt, es geht hier nicht im Gesang um tolle Melodien, um Ohrwürmer, um Hooklines, sondern tatsächlich um den Text, der soll rausgedrückt werden, sage ich mal, in mein Ohr, in mein Gehirn. Was sich in mein Gehirn mehr an Melodien reinfrisst, kommt aus der Gitarre bzw. von den Gitarren. Und es ist wirklich sehr klangvoll, sehr liebevoll. Ich würde sagen, das ist jetzt nichts, was irgendwie genreunüblich ist. Allerdings bedient ihr euch im Gegensatz zu anderen Bands. Es gibt Bands, die haben ein Faible zum Reggae, Bands, die haben ein Faible zu, weiß ich nicht, irgendwelche Tango-Rhythmen. Aber ihr nehmt einfach mal alles in eure Musik mit rein. Was würdet ihr sagen? Erzähle ich hier gerade Schwachsinn? Nein, das ist eigentlich ein irrsinnig spannender Blick auf die Dinge. Wir bemühen uns sehr, dass das nicht unbedingt an jedem Klischee aneckt, an dem unsere Genre eh schon aneckt, sondern wir nehmen eigentlich nur den Klang, den Sound von Death Metal für unsere ästhetische Vorstellung. Aber borgen uns viele Ideen aus klassischer Musik, aus Jazzmusik. Ja, natürlich auch aus dem Metal und das ergibt sich halt so irgendwie. Und schön, wenn es dir gefällt. Freut uns sehr. Yes. Also ich bin sowieso ein großer Melodic-Fan. Ne? Alles, was Melodien hat, finde ich immer gut. Ne? Deswegen habt ihr dann schon voll ins Schwarze getroffen. Aber ich würde behaupten, wenn einer sagt, ja, ich mag Rhythmiken, auch gerne schwere Rhythmiken, die man erstmal so rein, wo man sich reinhören muss, das passt auch zu eurer Musik, oder? Ihr stellt beides dar. Ja, Musik hat so viele Ebenen, vom klanglichen Aspekt, eben über Melodie, Harmonik, Rhythmik und tausend anderen schönen Fachwörtern. Das Spannende für mich ist zumindest, wenn die zumindest zwei Ebenen so den extremen Schwellwert erreichen und wir da aufs Ganze gehen. Ich bemühe mich eigentlich eher noch mehr Sachen ins Extreme zu führen und Rhythmik ist mir besonders wichtig. Ich bin Bassist und ich schreibe die Basslinien meistens ganz zum Schluss und da komme ich dann erst drauf, was ich noch so alles nochmal abändern will. Ich verstehe. Als normaler Zuschauer, Zuhörer, Zuschauer sage ich schon, als normaler Zuhörer
unabhängig davon, ob ich Musik mache oder nicht, man hört sofort, ihr versteht was von eurem Handwerk. Das heißt, ihr habt die Instrumente im Griff, habt allerdings auch eine musikalische Ader ist natürlich logisch, aber wie soll ich das beschreiben? Ein großes Musikverständnis. Seid ihr da irgendwie geschult? Von wo kommt das denn? Ja, also ich bin eigentlich der Einzige in der Band, der kein Studium hat auf seinem Instrument. Aber ich bin zum Beispiel auch in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Wir haben immer viel gesungen, viel Gitarre gespielt. Voll. Ja. Jetzt macht er auch noch eine Sprachausbildung. Wir haben alle unser Instrument studiert, jedoch nicht unbedingt. Einen Heavy-Metal-Lehrgang gibt es in Wien nicht, aber die beiden Gitarristen haben klassische Musik studiert auf der Gitarre und ich und der Schlagzeuger haben Jazzmusik und Popularmusik studiert. Und so ergibt sich das irgendwie ganz gut, dass diese Einflüsse, die wir aus anderen Musikstilen nehmen, auch irgendwie authentisch und lebendig rüberkommen und nicht so sehr zusammengeschustert klingen. Glaube ich. Es hört sich echt nicht zusammengeschustert an. Es ist sehr flüssig, die Übergänge greifen wirklich sehr gut ineinander. Deswegen auch mein Statement, man merkt, dass ihr das so irgendwie angeeignet habt, gelernt habt. Ne? Das hört sich jetzt sehr spannend an. Da treffen sich zwei Jazzstudenten und zwei Klassikstudenten und sagen, ey, das ist ja geil, lass mal eine Metalband machen. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja, irgendwie genau so ist es auch. Die Uni ist nicht groß, man kennt irgendwie alle und gerade jetzt auch die neuere Besetzung, also die jetzige Besetzung, war irgendwie so aus meinen 8 Jahren Studium zusammengeklaubt, die schönsten Erfahrungen, die spannendsten Menschen. Da geht es nicht unbedingt darum, was die Skills, die absolut abgefahrensten sind. Das wird irgendwie erstaunlicherweise vorausgesetzt, sondern es geht mehr um darum, dass die Persönlichkeiten auch passen, dass es allen Spaß macht und das Wichtigste ist, dass alle, obwohl sie klassische Musik studieren oder Jazzmusik studieren, für die Musik bluten und das mal hauptsächlich in ihren Adern haben. Schnelle Double Bass und so Zeug, verzerrte Gitarren. War das denn von Anfang an so Konzept oder hat sich das entwickelt? Was war denn die Idee dahinter? Ja, die Idee. Ich hab vorher schon in Metalbands gespielt und habe irgendwie dann begonnen, Musik zu studieren und habe alte Freunde getroffen, die ich seit meiner Kindheit kenne. Das waren so diese klassischen Freunde, mit denen man Metal-Tapes und Rocktapes geschert hat, zumindest über ihre kleinen Brüder. Und wir haben dann irgendwie gemeint, machen wir doch gemeinsam Metal, weil wir mögen alle Metal. Cool. Und das hat sich dann recht spannend entwickelt und zum Glück können wir das Niveau bis heute echt hochhalten. Es macht sehr viel Spaß, es ist coole Arbeit. Man hat immer wieder große Herausforderungen, die man sich selbst setzt. Und ja, das hat sich eigentlich zufällig entwickelt, aber war von Anfang an der Plan, dass wenn dann so. Adrian, du warst hier nicht von Anfang an in der Band, das ist richtig, ne? Genau. Also ich bin der neueste Zusprung sozusagen. Wie bist du denn dazugekommen? Genau, also es ist lustig, weil mein Bruder, der Julian, der Gitarrist von Crowbird, war schon dabei. Also die Besetzung war eigentlich schon fertig. Und der Luki hat aber noch einen Sänger gesucht. Verzweifelt. Und dann hatte Julian uns irgendwie zusammengebracht und wir sind zu dritt auf ein Konzert, auf ein Metal-Konzert gegangen. Und da hat der Luki mich dann kennengelernt und wir haben so geredet, ja, wie findet man hier einen Metal-Sänger? Ja, und dann ein paar Monate später hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, willst du nicht mal probieren, mitzuschreien, mitzusingen? Und dann haben wir es ein paar Mal probiert, ein paar Proben gehabt und dann waren wir eigentlich auch schon im Studio und haben die EP aufgenommen. Ja, ich glaube, das waren zwei Proben voll. So zum Ausprobieren und dann sind wir ins Studio gegangen. Das hat perfekt gepasst.
Das hört sich so an, auf Anhieb hat das gepasst. Ist es denn euch wirklich wichtig, dass ihr auch auf einer persönlichen Ebene sagt, okay, wir können sowas wie eine Freundschaft aufbauen, oder ist das bei euch einfach, ja, kommt, wir haben einfach eine Band und wir treffen uns hobbymäßig, wie so ein Briefmarkenclub? Ja, ein Briefmarkenclub. Ja, das haben wir uns ein bisschen anders gedacht. Ich selber muss irgendwie, gerade auch was im letzten Jahr nicht unbedingt leicht war, von Musik leben. Und da ist Metal machen eigentlich ein sehr großes Risiko. Das geht, wenn man will, auch leichter, aber irgendwie will ich halt, seit ich klein bin, nur das. Und wenn man das dann durchzieht, dann muss das auch persönlich und menschlich so gut passen, dass man das aushaltet, wenn man echt viel miteinander zu tun hat und oft viel im Proberaum sitzt, aber auch viel im Tourbus sitzt und miteinander blödeln kann. Das ist fast viel wichtiger, als dass bei jeder Probe alles sitzt. Ja, voll. Und dass man nach der Probe noch auf ein Bier geht, in die nächste Bar, oder wenn mal schönes Wetter ist, geht man an die Donau, an den Strand, macht einen Schwimmtag. Voll. Das ist... Das muss sich schon ausgehen bei uns. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Yes, wir hatten es am Anfang schon gesagt, Crowword. Mit D, Crow Word. Also, Word ist das entscheidende Wort, das entscheidende Word in eurem Namen. Texte sind euch nämlich unheimlich wichtig. Adrian, liest du dir die Texte durch? Versuchst du dich da reinzufühlen, reinzubewegen und das dann emotional irgendwie wiederzugeben? Oder schaltest du einfach deinen Kopf aus und haust raus? Und worüber handeln die Texte überhaupt, wenn sie so wichtig sind? Ja, es ist uns sehr wichtig, dass die Texte auch nicht nur oberflächlich irgendwie sind, sondern ein bisschen tiefgründiger oder ein bisschen komplizierter und auch irgendwie manchmal einen Appell an die Gesellschaft richten. Und ja, also natürlich beschäftige ich mich sehr mit den Texten, und wir haben auch Einheiten gehabt, wo wir uns einfach alle Texte genau durchgelesen haben, die schon vorher da waren. Und der Luki schreibt ja auch größtenteils die Texte selber. Und genau, eben Zeile für Zeile durchgehen und besprechen, um was es da genau geht, dass ich mich eben, wie du sagst, reinfühlen kann und das möglichst genau emotional wiedergeben kann. Toll, und da bin ich auch sehr froh. Das war eben ein Versuch, nach 2-3 Wochen ins Studio gehen, und das hat extrem gut funktioniert. Die Texte haben für uns halt auch die große Bedeutung. Die sind einerseits voller Referenzen, so dass der rote Faden bei Crowword ist, sind eindeutig die Texte, die sich eben nicht um Drachen töten und Prinzessinnen retten handeln, sondern es geht darum, Literatur zu sammeln und Literatur wiederzugeben. Jetzt im speziellen Fall von Crimson Gaze haben wir mal die Bücher auf die Seite gelegt und uns in Museen geschlichen. Uns Bilder angeschaut, bis so lange, bis sie sich begonnen haben zu bewegen. Und das hat zum Glück für 4 Nummern funktioniert. Das war viel Arbeit, aber ist ganz gut gegangen. Genau, also grundsätzlich ist das halt eine andere Ebene, auf der wir uns dann bewegen, um unsere Stories, um die Inhalte, die wir vermitteln wollen, rüberbringen, dass die sozusagen Text oder Bild passiert sind. Ja, du hast die EP jetzt schon gerade angesprochen. Wann ist eigentlich die Veröffentlichung? Ah, die Release, glaube ich. Die EP-Release, ja, du warst gerade ein bisschen abgehackt. Am 3. September ist der EP-Release. Mhm. Die erste Single ist jetzt schon draußen, Crimson Gaze, ist schon überall erhältlich und hörbar. Auch auf Spotify anhören und auf Amazon kaufen, auf iTunes downloaden und kaufen, unterstützt die Jungs, Freunde. Eine zweite Nummer kommt noch am 12. August. Auch kaufen. Auch ganz besonders einfach mal anhören. Ist sozusagen das Konträrprogramm zu Crimson Gaze. Mit Crimson Gaze fängt es an, mit der nächsten Nummer hört es dann auf. Und am 3. September kommt eben die EP raus, und genau.
Ja, und es gibt wahrscheinlich jetzt Zuseher, die denken, okay, ich habe mir die erste Single gekauft, die zweite gekauft. Single gibt es ja inzwischen eigentlich nur noch als Download, so kenne ich das. Und als physische CD gibt es meistens nur die EP oder das Album. Ich bin jemand, ich kaufe gerne die CD physisch und ich hätte dann auch immer gerne so einen Boni, so einen Vorteil gegenüber die Leute, die jetzt einfach nur ein MP3 kaufen, weil so eine CD, die hat ein Artwork, die hat ein Gesamtwork und welchen Vorteil hätte ich denn, wenn ich sage, ich bestelle mir eure CD, wo ich glaube bei NRT Records, unten verlinkt, dort kann man die bestellen, noch weitere Bestelllinks füge ich auch gerne mit unten ein. Was hätte ich denn für einen Vorteil, wenn ich sage, ich kaufe mir die EP, ich werde sie nicht downloaden? Ich glaube, das kann man ganz gut haptisch sogar darstellen. Das war jetzt eine sehr gute Suggestivfrage. So schaut die EP aus. Und wenn man sie dann aufmacht, liegt vor dem Booklet so ein kleines Zettelchen. Das führt zu einer Live-Session, weil eben sich die Besetzung jetzt während der Corona-Zeit eigentlich komplett verändert hat. Ja, voll. Hat sich irgendwie bei mir der Wunsch gefestigt, dass ich diese neue Besetzung irgendwie ins Rampenlicht stellen möchte. Dadurch hat sich das sehr gut ergeben. Wir haben die Möglichkeit gehabt, auf der Universität, also auf der Musikuni, eine Live-Session aufzunehmen. Die dauert eine Stunde und sind ein paar alte Songs mit der neuen Besetzung, besonders auch mit dem neuen Sänger. Und eben auch die vier neuen live performt, ist vielleicht ganz spannend. Hoffentlich. Genau, man kann sich eh schon reinschauen eigentlich, weil das Video auf YouTube zu der Crimson Gaze Single, die jetzt schon draußen ist, genommen von dieser Live-Session. Ja. Eben die Single-Videos sind sozusagen ein Teaser für das ganze Live-Album da. Genau, und eigentlich ist das Live-Album für uns eh das viel größere Ding als die EP. Ich bin irrsinnig stolz auf die EP, aber dieses Live-Ding ist ein lang ersehnter Wunsch und rückt das Ganze auch in ein sehr, sehr angenehmes Licht, weil da geht es mal nicht um schnelle Lichter, die sich bewegen und uns wie wir Headbangen und die Leute zum Headbangen und herumhüpfen motivieren, sondern es geht mal wirklich nur ums Musikmachen und das macht uns auch sehr viel Freude. Voll, voll. Richtig cool. Wer hat denn das aufgenommen? Das haben wir, also produzieren durch alles selber. Aufgenommen hat es unser guter Freund da Andy Koch, der auch die EP gemixt hat und eben Leute von der Uni haben uns natürlich auch geholfen mit den Räumlichkeiten. Das Video haben unsere Grazer Freunde von The Renderers gemacht. Die haben uns auch schon früher Musikvideos gemacht zu The Mountain und zu Stars Eclipse. Das hat immer gut funktioniert, aber es ist klar, dass wir wieder mit denen zusammenarbeiten wollen. Ja, so irgendwie. Ja, mega interessant. Wie gesagt, ich finde das immer cool, wenn ich eine CD kaufe und einen Vorteil gegenüber die Leute habe, die jetzt nur die MP3 kaufen. Ich möchte generell immer irgendwas in der Hand haben und so eine CD ist auch schon klein, nicht zu vergleichen mit einer LP. Aber wenn es da nochmal einen Bonus gibt, ist das natürlich nochmal, ja, eine sehr coole Sache. Gibt es irgendetwas, was euch auf der Zunge oder auf dem Herzen liegt, wo ihr denkt, boah, guck mal, jetzt sind wir gerade online, jetzt möchte ich das raushauen? Ja, voll. Wir haben jetzt eigentlich mit der neuen Besetzung den ersten Auftritt vor Live-Publikum bis jetzt immer nur online gehabt. Der ist am 6. August am Inrock-Festival, bei Rapel ist das, in Tirol. Und ja, da freuen wir uns jetzt schon ziemlich drauf, dass wir echt mal eine Crowd haben, die wir begeistern können, hoffentlich, und die dann mal abgehen und nicht nur immer in den Lernsaal schauen müssen. Ja, das wird cool. Ja. Und dann geht es auch gleich weiter. Wir spielen am 27. August in Wien eine Pre-Release-Show, wo man jeden, der gerade neugierig ist, auf diese EP wärmstens empfehlen kann, mal vorbeizukommen. Und am 10. September sind wir dann in Budapest und ich hoffe, wir kommen dann auch mal zu euch. Nö, noch nach Köln. In die Gegend. Yes. Das wäre mal cool.
Sehr gerne, ich wäre auf jeden Fall dabei. Ja, Freunde, also wer Bock hat, der zieht sich die Band rein oder holt sich die EP am 3. September, richtig? Genau. Sehr schön, am 3. September Crimson Gaze könnt ihr inzwischen auf Spotify hören. Und wie gesagt, wer Bock hat auf starke Rhythmiken oder auf schöne Melodien, beide Parteien werden hier bedient. Und wie gesagt, das wirkt sich auch nicht irgendwie konstruiert, sondern ist wirklich sehr schön ineinander verwoben. Leute, über Musik zu reden ist immer schwer. Hört es euch einfach an. Es wird sich lohnen. Ich bedanke mich bei euch beiden für das Gespräch. Ja, danke dir. Wir sagen danke und richten natürlich liebe Grüße aus. Jawohl, ich bin Vic von Metachemie. Macht euch mal ein Kreuz für den 3. September. Diese wunderbare EP. Link findet ihr unten, könnt ihr gerne vorbestellen. Und wie gesagt, es lohnt sich auch als CD zu holen, weil dann habt ihr das gesamte Konzert. Und das sind 11 Songs, ne? 11. Genau. Das heißt, ihr bezahlt eine EP, aber kriegt fette 11 Songs. Also es lohnt sich. Was soll ich hier noch sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Freunde, ich bedanke mich für das Gespräch. Ihr beiden bekommt das Schlusswort. Gesund bleiben, durchhalten, bis wir nach Deutschland kommen und euch dort auch mal unterhalten dürfen. Und wir können uns dem Vic nur anschließen. Hört es euch an, macht eure eigene Meinung. Danke fürs Einschalten. Vic, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal live. In Person. Ja, ciao.